Wir sind hier in Bad Nauheim und hier haben die Apotheken schon um 16.45 Uhr zu. Wann hat die zugemacht? Hm? 13 Uhr. 13 Uhr? Müsste ich eigentlich wissen, als alter Apothekersohn. In Bad Nauheim. Wieso, war das in Iserlohn auch so? Natürlich. Was? Apotheken haben Samstag bis 13 Uhr auf. Nicht in Großstädten. Mir ist gerade echt was Krasses passiert. Besser gesagt, nicht mir ist was Krasses passiert. Einem Herrn hier in Köln ist was Krasses passiert. Der ist nämlich gerade vor mir auf dem Fahrradweg einfach aus dem Nichts hingefallen, auf den Kopf und war ohnmächtig. Und da waren noch zwei und ich, wir haben sofort erste Hilfe geleistet, selbstverständlich. Aber was ich gemerkt habe, wie krass unsicher ich war und ich nicht genau wusste, was ich machen sollte. Klar, stabile Seitenlage und so, das war schon und geguckt, ob er atmet und so, aber trotzdem, gibt es da irgendwie einen weiterführenden Erste-Hilfe-Kurs oder so, den man machen kann? Weil eigentlich wäre es ja ganz schön, noch mehr zu machen, als nur auf einen Notarzt zu warten, ne? Und ja, krass. Also, Leute, manchmal hilft ja diese Cloud da draußen. Wisst ihr, ob es sowas gibt? Das wäre schön. Was ist los, Rudi? Guck mal da. Wer hat den besten Mann der Welt, der Frühstück ins Bett bringt? Ich! Was ist doch jetzt aus? Was ist doch jetzt aus? Ja, so schnell kann das alles dann wieder anders aussehen. Schöne Grüße jetzt hier aus dem Wald. Ich hatte gerade einen kleinen Stromausfall und deshalb muss ich jetzt hier ein bisschen schrauben. Schrecklich. Ich liebe es. Ich liebe ja sowas. Ah, ich habe jetzt gerade hier schon meinen Notstrom. Ich habe hier nämlich so Notstromlampen aktiviert und jetzt werde ich hier ein paar Sicherungen austauschen. Und ich habe auch gesehen, dass ein Kabel noch kaputt gegangen ist. Ach, Leute, ich sag euch, das sind so Dinge, die mag ich sehr gerne. So, also, los geht's. So, Rudi ist natürlich auch am Start hier. Ja, jetzt ist er wieder weg. Aber ich zeig euch mal was. Das hier ist mein Container. Ich habe so einen Container hier. Hab ich eigene Sachen drin und keine Ahnung was alles. Ja, ein bisschen viel im Moment. Aber ich sortiere gerade aus und dann, vielleicht mache ich das auch noch heute Nacht, wo ich hier schon dabei bin. Na Rudi, hast du Bock? Ja, Rudi hat Bock. So, so, der Laden läuft wieder, Rudi. Haben wir alles im Griff, ne? Durchnässt. Der Kamin ist an hier. Das ist nicht schön hier. Guck mal, Kamin ist an und jetzt mache ich was zu essen. Leute, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Ich kann leider nicht sagen, wo ich war, weil nämlich hier meine Spionin zuhört, Jana. Und das ist eine große Überraschung. Tolle Nachricht, ne? Ich möchte mich an dieser Stelle bei einer Person bedanken. Die möchte mal nicht so gerne genannt werden. Aber wenn du das jetzt siehst, weißt du, dass ich dir sehr dankbar bin. Ich bekomme nämlich von einem Fan... Ja, einer Dame immer Süßigkeiten geschenkt, Trolli-Apfelringe oder andere saure Sachen. Ihr habt mir heute den Abend gerettet. Schöne Grüße vom Set, viele, viele Leute und natürlich wichtigster Mann am Set, Rudi. Ja, und Susa, hier hinten, die hat mich gerade so schön geschminkt. Und jetzt geht's hier weiter. Wir drehen ja heute wieder für die Ergo und
Hier, schöne Grüße übrigens an die Leute von Ergo Pro. Ihr könnt mich bald wieder in eurer App angucken. Ist das nicht schön? So, jetzt geht's gleich los. Na komm! Nicht zu ja, ja. Rudi, ja, trau dich, trau dich. Oh, knapp daneben, knapp daneben. So, next stop ist ohne Rudi. Ich bin nämlich jetzt hier shoppen. Ich bin jetzt ein Outfit bei Pico Kloppenburg für Samstag. Wir sind hier nämlich, Jana und ich. Wir helfen Leuten beim Shoppen. Mutig von den Leuten. Gott, Leute, das ist so praktisch. Das ist Tommy, darf ich euch die Frau stellen? Hallo Tommy. Hi. Tommy hilft mir jetzt beim Shoppen. Das finde ich ja das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Und genau das machen wir dann in Düsseldorf am Samstag. Nicht hier in Köln, aber auch bei Pico Kloppenburg. Leute, hier, zack, bumm. Hat gedauert, wie lange? 5 Minuten. 5 Minuten. Und das ist nicht gelogen. 5 Minuten, zack, mein Look. Ich gehe jetzt hier nur noch zu Tommy. 1A. So mag ich shoppen. Leute, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das sage, aber so macht mir Einkaufen tatsächlich sehr viel Spaß. Alle Marken direkt da, zack, sogar vorgeschlagen, was ich anziehen soll. Und insgesamt war das jetzt eine Nummer von 15 Minuten oder so. Also tipptopp, muss ich sagen. Heute ist ein guter Tag, denn ich habe frei, das ist schon mal schön. Und jetzt kommt's, ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt. Ihr wisst ja, Boys need Toys. Und ja, deshalb, es hat 4 Räder, es ist nicht PS-stark, aber es ist sehr nützlich. Es hat eine fancy Farbe, muss ich sagen. Es gibt viele Lamborghinis in der Farbe, auch vergleichbar. Sollen wir es zeigen? Sollen wir es zeigen? Ta-ta-ta-ta, es ist ein Radlader. 35 PS. Und ich habe den jetzt zum Test, aber ich muss meine ganzen Werkzeuge damit bewegen hier und deshalb ist das ein geiles Teil. Ist es geil? Ist es geil? So, also das Ding läuft 1A. Rudi hat hier auch einen Platz, ist extra für ihn gemacht. Und das ist schon geil. Also für alle, die das nicht nachvollziehen, wenn man so viel zu tun hat, irgendwie Sachen transportieren muss, wo man sich echt immer die Finger abklemmt und irgendwie einen abwürgt, irgendwelche Sachen halt von A nach B zu fahren, irgendwelche Geräte, Paletten mit Holz und so, da ist sowas halt der absolute Oberknaller. Und es kommt auch noch mega an bei Frauen, so wenn ich hier so durchfahre, also die Leute gucken mich an, auch wenn das Thema bei mir durch ist. Ich sage euch Leute, Radlader ist der neue Lambo. Hier, mach das mal mit dem Lambo. So, das kommt jetzt alles hier drauf und dann kommt das in ein Winterlager. Zum Beispiel das Ganze hier, das müsste ich alles einzeln hier rausfahren. Jetzt lasse ich es hier auf der Palette, das ganze Ding ist voll. Zack, hier, also da reingefahren und jetzt kommt es auch auf den Anhänger. Ach, ihr merkt, ich bin glücklich. Ich bin einfach faul. Guten Morgen. Ich liebe ja den Hüttenalltag. Ne? Morgens erstmal aufstehen und ein Feuer anmachen, damit es schön warm wird. Dabei Kaffeemaschine an, dann Butterbrot schmieren und dabei rausgucken. Das Lustige ist, ich gucke da immer Rudi zu, wo der guckt mir ja zu. Morgen! Willst du rein? Na gut. Ich gucke uns gerade im Fernsehen. Wir sind gerade bei, wer weiß denn sowas? Da ist er!
machen uns gerade fertig, denn wir fahren ja jetzt gleich nach Düsseldorf in den Peak in Kloppenburg. Und das Geile ist, wir durften auch ein Styling bekommen. Wir wurden auch beraten. Deswegen wird der Thore heute so stylisch ausschauen wie noch nie. Was hast du dir ausgesucht? Was? Diese Socken habe ich, das ist das Einzige, was ich mir selber ausgesucht habe, passend in der Farbe. Den Rest wurde ich beraten. Also seid überrascht, das wird echt krass. Das ist er, der Casual Look von der Steffi. Wow. Und von ihrem Mann. Sehr gut ausgesucht, Schatz. Das hast nicht du ausgesucht, oder? Hier, Alina, komm noch dazu. Alina hat das eigentlich ausgesucht. Ach so, das habe ich mir fast gedacht. Wir haben Teamwork gemacht. Genau, ihr wart super. Danke. Sehr geil. Und wir haben noch ein mega schönes Gala. Ja, was soll ich sagen? Wer weiß denn sowas, ist nicht ganz so optimal gelaufen. Richtig, Rudi? Richtig. Ja, aber morgen steht schon das nächste Event an. Ich warte jetzt auf Jana, die kommt nämlich hier zurück nach Köln, weil wir morgen in Düsseldorf sind, bei Peak und Kloppenburg. Ich habe es ja schon gesagt. Also, wenn ihr Bock habt, weil viele fragen mich immer, sag mal, wo kann man euch mal irgendwie treffen oder so. Morgen wäre die Möglichkeit, bei Peak und Kloppenburg in Düsseldorf. Ab 10.30 Uhr. Ihr wisst ja, Shopping ist einfach mein Leben. Oder besser gesagt, einfaches Shopping ist mein Leben. Und da habe ich ja letztens schon gesehen, dass das da echt ganz gut geht. Also, Jana und ich, wir werden da so ein bisschen beratend tätig sein. Sagen wir es mal so. Also, kommt vorbei. Übrigens habe ich morgen ein Date, ein Shopping-Date. Und nicht alleine, sondern noch mit drei weiteren Personen. Eine davon ist mein Mann und das ist was ganz Besonderes, denn mein Mann hasst Shoppen. Und wenn mein Mann sich Zeit nimmt fürs Shoppen mit mir, dann ist das schon ein Festtag. So, los geht's. Das mega praktische, ich sag es wie es ist. Also Holger wird jetzt hier neu eingekleidet. Mir wurde noch Alina an die Seite gequatscht. Hallo Alina. Das heißt, es ist jetzt eigentlich so, Alina berät gerade, wie verrückt, und ich trage. Das ist eigentlich genauso, wie es sonst immer mit Jana ist. Aber zusammen hier, die Hose habe ich rausgesucht, würde ich nur mal so sagen. Stimmt's? Stimmt's? Ja, war super. So, also hier, Sakko. Jana, wie läuft's bei euch? Also ich dachte ja, wir hätten eigentlich schon viel rausgesucht. Jetzt kommt Jana hier gerade um die Ecke gefahren mit Stefanie. Sieh doch mal, das so, und jetzt pass auf. Wahnsinn. Das ist doch ein Traum. So muss das auch sein. Wenn die Steffi schon mal hier ist, dann muss sie auch mal richtig was angucken. Muss eine Auswahl haben. Ja, ja, ist klar. Holger, Hauptsache, wir müssen nicht bezahlen, ne? Ja, genau. Ja. So. Heute geht's wieder los. ProSieben in Concert mit Sarah Connor, Leute. Echt geil. Um wie viel Uhr sind wir live? 20.45 Uhr. Danke, Julian. 20.45 Uhr. So, 20.45 Uhr sind wir live auf ProSieben.de. ProSiebenConcert.de. So. Leute, gucken wir, wer noch da ist. Nico Santos. Nico. Ach, endlich. Hello. Ich hab dich gerade schon gestalkt. Ich hab dir geklopft. Warum hast du nicht reingelassen? Ich war gerade beim Essen. Ich war beim Essen, aber ich hab nur... Du lügst doch. Nee, hast du das Grinsen gerade gesehen? Nee. Da war so ein Grinsen. Nee, ich war wirklich beim Essen. Ich war wirklich beim Essen, hab nur ein Butterbrot gegessen. Wirklich. So, ja. Nico Santos hier heute am Start. In... ungefähr 20 Minuten geht's los. Oh, dann muss ich dich hier anmoderieren. Soll ich irgendwas Besonderes sagen? Sag was. Ja, der größte Sänger unserer Zeit ist heute nicht am Start. Aber Nico Santos.
Boah Gott, Leute, gleich sind wir live auf Pro7. Ich glaube, noch 2 Minuten oder so, da geht's los. Hier, guck mal, da ist schon hier ordentlich was los. Alle warten auf Nico Santos, da unten steht er, einer der größten Musiker aller Zeiten. Steht da unten, der wird jetzt hier gleich loslegen und danach kommt Sarah Connor. Um 20.45 Uhr gibt es auf Pro7 in concert.de, habe ich jetzt gelernt. Also bis gleich. So, das ist jetzt der dritte Weihnachtsmarkt, den wir ausprobieren, denn einige Leute haben gesagt, unter anderem das Internet, dass es heute Weihnachtsmärkte gibt, die schon aufhaben, aber bis jetzt war jeder Weihnachtsmarkt dann doch zu. Ich glaube, es liegt hier an Thore, weil er nicht so richtig Lust auf Glühwein hat und sagt, das ist eigentlich zu warm dafür. Aber ich war noch nie auf dem Weihnachtsmarkt, wo so wenig los war. Es war wunderschön. Ja, wir kriegen halt nur auch keinen Glühwein. Nicht eine schöne Notlösung ist. So, zurück im Hotel. Oder zurück. Ich bin im Hotel. Das ist echt geil. Wisst ihr, was geil ist? Ein netter Brief. Vielen Dank. Und vor allem Süßigkeiten! Leute, guten Morgen. Ich komme gerade von einem Termin. Ich war beim Synchronisieren. Das mache ich ja sehr selten und diesmal habe ich es aber gemacht für ein sehr besonderes Projekt, nämlich der erste Kinofilm, in dem ich mitspielen darf. Ich habe nur eine ganz kleine Rolle, aber tragende Rolle sehr wichtig. Richtig, Florian, ist der Regisseur, mit dem habe ich gerade im Studio gesessen. Sag bitte, dass es eine der wichtigsten Rollen tatsächlich ist in dem Film. Ja, also nächstes Jahr kommt er raus. Und dann müsst ihr alle ins Kino gehen. Ne? Schöne Grüße aus London. Ich krieg gerade die Haare schön, ne? Für ein Christmas Special, darf ich vorstellen? Rachel, ladies and gentlemen. Oh, you have a light in your case. Ta-ta-da! So, Christmas Special heute mit... Morgen. Ich
fahre jetzt gerade zum Interview mit Robbie Williams und ich habe mir überlegt, ich werde mit ihm deutsche Weihnachtslieder singen. Soll ich O Tannenbaum singen oder Klinglöckchen Klingelingeling? Könnt ihr mir das mal eben sagen, dann mache ich das mit ihm. Also Leute, es ist Klingglöckchen Klingelingeling geworden. Ich habe hier den Text, die Lyrics aufgeschrieben. Ich hoffe, Robbie kann meine super Schrift lesen. Aber es wird schon. Und ich habe einen sehr schönen Pullover übrigens an. The Greatest. Also hier. Okay. Das ist The Greatest Snowman. Hallo Robbie. Yeah. Sag mal, let me entertain you. Jetzt. Let me entertain you. So, das war's. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg zum Flughafen. Aber wir haben es gemacht. Wir haben zusammen gesungen, Robbie und ich. Und es war Klingglöckchen, Klingelingeling. Und es war wirklich groß. Wir haben das lebendige ProSieben-Logo immer mit dabei für dich, dass du dann immer quasi Michi als ProSieben-Logo. Du hältst ja aber falsch rum, Michi. So. Gibt es bei Joko ja, genau. Klasse was? Nein. So. Nee, das gibt's nur bei ProSieben. Ja, eben. Also. Gerade gefragt, ob wir im Kreis fahren, weil irgendwie steht auf unserem Navi 1 Stunde und 40 seit 2 Stunden gefühlt. Nee, nicht gefühlt, ist so. Weil immer irgendwo ein dämliches Schätz gibt es einen Raststätten-Snack. Stau sich bildet auf der Strecke. Das heißt, seit 2 Stunden heißt es noch 1 Stunde und 40. Rudi und ich sind gerade Auto waschen. Da ist drin Tiger Wash. Ne, Rudi, kriegst du gleich ein ganz sauberes Auto. Ist das nicht schön? Man muss dazu sagen, dass ich das Auto tatsächlich sehr selten wasche. Obwohl ich es sehr oft waschen müsste, weil mein Auto immer sehr dreckig ist. Weil ich in den Wald fahre, weil hier der dreckige Köter da immer drin sitzt. Ja, brauchst jetzt gar nicht so weggucken, Rudi. Naja, aber gleich kommt es hier raus und es wird wahrscheinlich sehr schön sein. Und dann geht's weiter. Das ist keine Beobachtung. Na, Rudi. Hast du mich gefunden? Ja, komm! Ja, schnell! Ja, schnell! Also, wie gesagt, könnt ihr mit 30% probieren, wenn ihr ja, wollt. Darf ich dieses hier nehmen? Was nehmen? Das? Ah. Ja, also wenn ihr jemanden habt, der sich einfach schnappt und sich benutzt, ja, darfst du nehmen. Dann müsst ihr es nicht abdecken. Aber sonst ganz wichtig mit Frischhaltefolie, damit die Wirkstoffe nicht weggehen. Ja, also eine Ampulle teilen mit dem Partner oder an einem Tag möglichst aufbrauchen. Der fühlt sich wohl hier. Komm. Und da hinten ist der Thore mit unseren Plänen. Oh, da muss ich schnell hin. Oh. Ey,
Ey, Rudi hat das Beste. Ein Rugbyball. Ich brauche nichts machen. Ich stehe einfach rum und er macht. Das Problem ist gerade, dass Rudi das nicht so ganz steuern kann. Und ist jetzt immer weiter den Berg runter mit dem Ball. Rudi, komm! Komm jetzt! Bring! Bring! Komm! Schafft er es? Schafft er es? Nein. Rudi, komm, bring! Nee, jetzt ein Stock, genau. Bring! Rudi, bring jetzt! Jetzt darf ich da nämlich gleich runterlaufen, ey. Komm, bring! Rudi, bring jetzt, komm! Na toll, noch tiefer. Wir haben heute ein Meet and Greet hier bei Schwörerhaus und das ist aber das Schöne, wir können auch mal wieder hier durchgucken, können uns Bäder angucken, können uns Sachen angucken für unser Haus. Hey, sag mal, schließ dich auf! Ja, Rudi hat auch seinen Spaß. Hör auf! Ja, wir können uns auch so Sachen angucken, weil es gibt ja ganz viele Sachen zu entscheiden, von der Klohöhe bis zum Bodenbelag, Heizung, was weiß ich. Ich finde es mir sehr spannend. Wir müssen uns noch einig sein, dann wird's gut. So Leute, das ist mal die Lösung für zu Hause. Ein verstellbares Klo in der Höhe. Achtung. Das ist eher für kleine Leute. Hoch geht das? Oh. So, und das für Größe. R. So, welchen Boden? Einen von denen würde ich jetzt ja. Also spontan sagen. Das wissen wir jetzt schon. Habt ihr euch schon entschieden? Naja, wir können ja auch hier noch einen nehmen. Dann hier sind, was sind hier? Fliesen? Ach krass. Fliesen? Da hinten sind noch andere Hölzer. Also man kann hier dann alles sich aussuchen. Was haben wir hier? Ach, auch noch. Naturholzböden. Türen. Hunde. Also das wissen ja viele nicht. Hallo Jana. Das wissen ja viele nicht. Wenn man ein Fertighaus baut, jetzt wie wir, das Schwörerhaus, man plant das Haus ganz normal mit dem Architekten, so wie man das will. Nicht irgendwie aus dem Katalog oder so. Und dann geht... Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call. Vorsichtig unter. Das heißt, ich mag so von, gibt's mit so kreisende Bewegungen, ne? Ja, aber du kannst auch ruhig Gas geben. Ja, genau. Nee, vorsichtig. Erster Advent auf der Schwäbischen Alb. Also Leute, ich muss sagen, ich bin echter Fan. Guckt euch das mal an. Jedes Mal, wenn wir hier einen Termin haben in unseres Hauses, sehe ich, wie schön das hier im Schwabenland ist. Und bis jetzt muss man wirklich sagen, also Projekt Hausbau ist sowas von mehr als entspannt. Das macht uns fast Angst, aber es ist so. Und es ist nicht nur einfach blöde Werbung, aus voller Überzeugung. Also wer Lust hat auf Bauen, aber Angst davor hat, er sucht euch einfach den richtigen Partner. Nicht nur Lebenspartner, sondern vor allem auch Baupartner.